Turnshows, Tanzen ab der Lebensmitte, ein Kinderprogramm mit Mitmachstationen sowie Quizspiele. All das gab es beim Parkfest der Sportunion im Museumspark in Mödling. Nur eines gab es nicht: Langeweile. Was haben Sie im Zuge des Parkfestes für die Gäste vorbereitet? Ja, unser Parkfest, das ja schon fast seit Jahrzehnten zur Tradition gehört, haben wir vorbereitet. Man kann gegrilltes essen, aber auch Bratwürstel, jede Menge Mehlspeisen, Kaffee, Säfte, und das alles wird vorbereitet von Eltern, von Turnern und Turnerinnen, die das kostenlos zur Verfügung stellen, und dadurch haben wir hier einen kleinen Verdienst, der dann wieder unseren Sportlern zugutekommt bezüglich Geräteankauf, Trainerentschädigung etc. Wie gefallen euch die Spielestationen? Sehr gut. Ich finde sie auch gut. Was muss man hier alles machen? Ich wollte gerade anfangen. Ich glaube, dort muss man mit den Kugeln eins der Stäbe treffen. Dort muss man in die Löcher reintreffen, und die anderen habe ich mir noch nicht angeschaut. Das sind verschiedene Stationen, kann man springen, laufen, verschiedene Sachen. Man kann Stationen machen und man kann mit Freundinnen bespielen und man kann sich Getränke kaufen. Mödling hat erstens einmal eine Tradition von Vereinen, die ehrenamtlich sind, und da ist die Sportunion Mödling ganz, ganz vorne. Sport ist etwas, was man nicht groß genug schreiben kann. Für uns von der Sportunion Niederösterreich ist es ein wichtiger Faktor, dass wir die einzelnen Vereine in ihrer Tätigkeit finanziell, auch bei Fragen von der Abwicklung finanzmäßig zu unterstützen, auch bei der Gründung und auch bei der Durchführung ihrer Veranstaltungen, sie zu unterstützen in jeder Weise. Das ist eine Aufgabe der Union Niederösterreich, damit der Sport für die Jugend und für die Gesamtbevölkerung erhalten bleibt und auch weiter betrieben wird. Ich überreiche im Namen der Sportunion Niederösterreich in Dank und Anerkennung aussprechen für seine lange, vorbildliche Mitgliedschaft. Ich bin ganz überrascht, das ist eine große Ehre. Ich meine, ja, es war eine schöne Zeit, mit der Jugend, mit Buben anzufangen. Dann mittleren Alter fort, also Jugendliche, und dann ist jetzt mit den Turnen, und ich hoffe, dass es weiterhin noch so machen kann. Heutzutage ist es ja nicht selbstverständlich, dass man unentgeltlich sich Woche für Woche hinstellt, ein Programm erarbeitet, das mit den Jugendlichen oder auch Erwachsenen dann macht und wirklich regelmäßig macht, und unser Herr Hochmeier ist da ein ganz großes Vorbild. Garantiert für alle und vor allem auch für unsere Jugend.